Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zur wahrscheinlich schnellsten LSPDFR-Installation der Welt. Und zwar haben wir hier das Setup für die 0.4, sie ist gerade frisch rausgekommen, frisch gebacken. Wir doppelklicken da drauf und das ist das automatische Setup, bedeutet LSPDFR installiert sich quasi automatisch, wenn man so mag. Wichtig ist, GTA 5 natürlich neu zu installieren, ganz wichtig. Und hier haben wir schon so ein schickes Bild, das ist genial. Können direkt hier weitergehen. Uninstall kann man hier natürlich auch auswählen, falls man noch das Ganze hat. Kann man auch drin lassen, ist nicht so schlimm. So, dann natürlich der GTA-Ordner, der wird hier automatisch ausgewählt. Und dann wird das Ganze automatisch installiert, gar kein Problem. Und dann können wir den First-Time-Configurator auch noch ausführen. Dort können wir quasi mehr oder weniger hier schon ein paar kleine Sachen einstellen. Show License, ja gut, ne? Mehr oder weniger. Das Ganze zum für Rage Plugin Hook. Wichtig ist natürlich, was man nicht vergessen darf, man muss logischerweise, wenn Rage Plugin Hook geupdatet wird, beziehungsweise das Spiel abgedatet wird, das Ganze selbstverständlich auch updaten. Also Rage Plugin Hook in dem Fall. Version Text Rendering sollte hier deaktiviert werden. Ja, dann macht das bitte für uns. Also das ist hier sehr easy, wie ich finde, mit dem Setup. Und theoretisch müsste jetzt, wenn wir hier drauf gehen, als Administrator ausführen, ist immer nicht schlecht, das Ganze automatisch starten. Also hier steht es auch, ist running with elevated privileges, also als Administrator. Und dann sollte das Ganze auch funktionieren. Backup Game Version würde ich immer zu Ja raten. Zu Demonstrationszwecken machen wir es jetzt nicht. Dann habt ihr immer ein Backup. Ja, selbstverständlich ist es wichtig, dass ihr damit nicht online geht mit dem Ordner oder GTA, weil es kann natürlich für das normale GTA Online Schwierigkeiten hervorrufen. Ansonsten hier, ne, zack, das ist wichtig für euch. Ihr könnt auch einfach All Plugins wählen, dann, wenn ihr neue Plugins einfügt, braucht ihr da nichts machen. Und ansonsten nichts weiter. Also, es ist nichts weiter erforderlich, was ihr tun müsst oder irgendwas unterschreiben müsst. Nein, auf keinen Fall. Save and Launch, let's go und schau uns, was es so gibt in LSPDFR. Ich bin mal gespannt. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt lädt das Ganze im ganz normalen GTA Loading Screen. Und normalerweise müsste jetzt dann unten rechts gleich so ein Rage Plugin Hook Logo kommen. Ja, schauen wir mal, ob es auch da ist. Ist es nicht, okay. Ist nicht weiter schlimm. Da gibt es auch ein, zwei Besonderheiten, die man da nicht vergessen darf. Also da muss man ein bisschen gucken. Es ist immer noch ein gemoddetes Spiel und Rage Plugin Hook ist ein Plugin quasi. Und wenn das jetzt passiert, unten rechts steht Story-Modus wird geladen, alles noch in Ordnung. Also da ist noch nichts passiert. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Weil es gibt die ein oder anderen Tricks, wie man trotz allem das Ganze dann zum Laufen bekommt. Ich selber starte jetzt auch LSPDFR 0.4 zum ersten Mal. Ich habe gerade gesehen, oh, das ist online. Gerade frisch rausgekommen, da habe ich mir gedacht, das kann ich euch ja nicht, nicht zeigen. Ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, muss ich dazu auf jeden Fall ein Video machen. Und dann können wir gleich die Installation damit verbinden. So, ja, von mir aus sehr gerne. So, jetzt schauen wir mal, ob LSPDFR läuft oder nicht. So, wenn wir jetzt F4 drücken, passiert nichts. Das heißt, die Konsole wird nicht geöffnet, was bedeutet, es läuft eigentlich nicht. So, wenn wir jetzt aber raustappen aus dem Ganzen und einfach nochmal Rage Plugin Hook starten, dann müsste wieder der Hinweis kommen, ne, bla bla bla. So hab's ich immer gemacht. So, zack, Hooking Game Instance. Was jetzt passiert, ist vollkommen wurscht. Ist einfach quasi ein Trick. Du gehst einfach wieder ins Spiel, wählst wieder GTA 5 aus. Nicht wundern, wenn es jetzt nicht direkt öffnet. Es kann nämlich sein, dass genau jetzt das Ganze geladen wird. Du kannst es auch abbrechen, theoretisch. So, und wenn du jetzt einfach wieder ins Game gehst, so war es zumindest bei der 0.3, bei mir meist. Zack, Loading LSPDFR, jetzt sagt der hier, could not hook Game Process, alles gut. Zack, jetzt steht da unten rechts Loading LSPDFR, das war auch in 0.3 so ähnlich. Und jetzt müssten wir dann in LSPDFR kommen. Beziehungsweise müsste das Ganze gehen. So, genau, perfekt. Jetzt haben wir nämlich auf der Karte die schicken, Polizeireviere. Und das Ganze sogar auf Deutsch, ist das nicht genial. So, jetzt müssen wir nur noch hinkommen. Jetzt das Mario. Okay, nehmen wir die nächste Polizeistelle. Die scheint hier die zu sein. Let's go, Leute, Leute, Leute. 0.4. Ich freue mich schon so sehr drauf. Es ist der Wahnsinn.
So, Moment. Leider ist es natürlich so, dass jetzt anfangs die ganzen Scripter, die das Ganze ja freiwillig machen. Warte mal, nee, den nehmen wir nicht. Halt, stopp! Kannst behalten, will ich nicht. Ich nehme den hier. Der ist viel cooler. Ha, Lockpicken hier. Haha. So, ja, dadurch, dass natürlich die Modder das freiwillig machen, dauert es immer ein bisschen, bis dann entsprechend die Scripts und Mods zusätzlich dann auch für 0.4 optimiert sind. Also, ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass ein Script oder Mod aus 0.3 auch in 0.4 funktioniert. Kann, muss aber nicht. So, das bedeutet auch für uns, dass wir uns mit LSPDFR 0.4 Videos noch minimal gedulden müssen, falls wir dann entsprechend die ganzen Umfänge haben wollen, wie es jetzt eben aus der vorherigen Version so bekannt ist. Aber gut, jetzt schauen wir mal hier zum Polizeirevier. Und das Coole an der 0.4, man soll angeblich, nämlich seinen Charakter wie online selber erstellen können. Und natürlich auch sein LSPDFR-Profil synchronisieren können mit der LSPDFR-Sync-Cloud quasi. Das geht dann eigentlich, wenn man hier genau auf den LSPDFR-Tab geht, hier bei LSPDFR-Sync. Dort kann man das Ganze dann konfigurieren und direkt einstellen, aber dazu dann bald mehr. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Enter Vespucci Police Station. Oh, ich bin so gespannt. Jetzt müssten wir eigentlich in dieses, ja, konfigurieren kommen. Ah, sehr cool. Go on duty. Ja, bitte. Consuming coffee. Okay, perfekt. Select Jared. Character. Ja, bitte. Ich würde mir gerne meinen Charakter erstellen. Ja, da bin ich mal gespannt. Jawohl. Motiviert, wie eh und je, Kate Williams, Los Santos Polizeirevier. Gut, wir machen einen weiblichen Charakter. Wieso nicht? So, und das kennen wir natürlich alles auch schon aus dem Online-Spiel. Finde ich auch sehr cool, dass das jetzt hier so implementiert wurde. Ist eigentlich die beste Variante, ne? Weil wenn das Spiel das schon bietet, so eine Individualisierung hinzubekommen, warum nicht? So, ja, wen nehmen wir jetzt hier? Das ist die Frage, ne? Der Vater und die Mutter. Das ist aber eine schöne Mutter, hä? Okay. Mal schauen. Oh, die auch, ne? Die ist schon sympathisch. Ach ja, bei welchen Eltern kommt ein hübsches Kind raus, ist die Frage. So, schauen wir mal. Nehmen wir jetzt einfach mal das Ganze hier. Ähnlichkeit Mutter, Ähnlichkeit Vater. In eher der Mutter als weibliche Person wäre es nicht schlecht. So, okay, alles klar. Ich glaube, das passt. Gesichtszüge, Aussehen, Haar kurz. Können wir hier auch lang machen? Okay, alles klar. Ich glaube, das können wir so akzeptieren. Nicht Kate Williams, sondern wie nennen wir sie? Wir nennen sie Lucy Shu. Habe ich mir jetzt einfach mal so überlegt. Wieso nicht? So, gut. Dann Create New Character. Man kann sich natürlich auch entsprechend immer die Leute unendlich viele Charakter, glaube ich, erstellen. Also ich würde da, nehme ich mal an, keine große Begrenzung sehen. So, dann nehmen wir hier Lucy Shu, Use und können dann direkt einsteigen. Ich bin ja mal gespannt, wo wir jetzt dann landen und was alles so auf den ersten Blick schon auf einem zukommt. Also es wird sehr spannend. Police Locker, also unser Spind. Hier können wir auswählen. Agency, welcher Agency wir angehören. News, FBI, IAA, ja, das, was man schon kennt. Gut, Outfit, The Cop. Und hier haben wir auch die entsprechenden Outfits. Hier können wir noch nicht hin. Also interessant, okay. Inventory, also auch das Inventar kann man wählen. Das ist dann quasi wie eine Art Kampagne, wenn man so will. So, wir sind hier The Cop. Inventory, Patrol, Patrol ist done, also ob wir hier scharfe oder nicht scharfe Munition haben. Advanced Customization, da können wir weitere Accessoires zufügen. Ja, das ist doch mal ein guter Korb, oder? Ja, gut. Okay, und das hier wird dann Hut sein und so Zeug, ja, okay. Gut, gut zu wissen, aber ich hätte gesagt, wir confirmen das Ganze. Schauen mal in die Garage, natürlich sind jetzt hier nur die Standardautos drin, weil GTA 5 frisch installiert ist, und das würde ich auch jedem raten, also ist ja auch klar. Also wir können hier unser Fahrzeug sogar verbessern, wenn man jetzt nicht unbedingt Lust hat auf die langsamen Polizeikübel, dann kann man die hier auf jeden Fall verschnellern. Finde ich auch nicht schlecht, und die Libraries kann man hier auch ändern. Sehr cool, okay, alles klar. Dann hätte ich gesagt, nehmen wir mal den Police Buffalo, ein bisschen gepimpt, ja. So, perfekt, und dann geht's auch schon los anscheinend. You are now on duty, sehr schön. So, natürlich sieht das Ganze jetzt hier ohne Mods
aus wie von 2012, ja, ist auch klar. GTA lebt von den Mods, also ohne Mods wäre GTA ausgestorben. Es ist halt wirklich so. So, jetzt schauen wir mal, was uns so erwartet. Einsätze, bitte, Einsätze hätte ich gern. Aber direkt hier wieder eine Alarmanlage. So, mich interessiert, gibt es irgendwie Einsätze oder irgendwas, was schon standardmäßig implementiert ist, was mich jetzt vom Hocker hauen wird? Oh ja, Robbery in Progress. Auf geht's! So, vorsichtig! Achtung, Achtung! So, direkt gegenüber von unserer Polizeistation. Der Typ muss schlau sein. Unten rechts läuft der Timer. Sehr cool. Also der wird gerade hier ausgeraubt anscheinend und wir müssen das Ganze verhindern. Und möglichst schnell bitte. Oh ja, ich höre sogar. Wow, wow, wow. 12 Sekunden haben wir noch. So, rein da, rein da, rein da. Hey, stehen bleiben! Sofort stehen bleiben! So, ins Bein schießen hier. Wir sind hier in Los Santos. Hände hoch, auf den Boden runter. Der andere haut ab. Haben wir Backup? Ja, sehr schön. Gut, ich habe 2 Unterstützungseinheiten angefordert. Der andere kommt aber anscheinend davon. Da waren 2 im Laden. So, sie sind vorläufig festgenommen, mein Freund. So, finde ich aber sehr cool, ne? So, ich brauche jetzt dann rein theoretischen Transporter. Gibt's die schon? Also, wir haben hier die Möglichkeit, mit ihm zu interagieren, ihn jetzt auch an der Hand zu nehmen. Sehr cool. Sehr cool. Kann man so machen. Ich werde ihn jetzt dann mal hier ins Polizeiauto geleiten. Also, solche Sachen waren noch nicht drin. In LSPDFR 0.3. Die waren alle dann reingemoddet, quasi. Sehr cool, ich hab's hinbekommen. Ein bisschen rumprobieren, er muss dann neben der Tür stehen, dann E drücken. Ja gut, so viel dazu. Gut, aber wir haben ihn reingekriegt. Anscheinend ist aber nichts weiter hier von einer anderen Person mehr zu hören gewesen. Oh, es gibt einen Polizeicomputer. Mit Q. Ja gut, den gibt's nach wie vor. Also nichts Großes, keinen richtigen, heftigen Polizeicomputer, so wie in den Mods immer. Aber eben die ganz normale Eingabe, die gibt's nach wie vor. Gut, dann fahren wir schnell rüber und nehmen den mal hier gefangen. So, hier können wir entsprechend in einen Marker fahren und können dann möglicherweise... Ah, okay. Er wird automatisch mitgenommen. Also man darf keine Zeit verlieren anscheinend. Sehr cool. Und ein Grand Theft Auto gibt es auch noch. Gut, den machen wir noch. Anscheinend hier ein gestohlenes Fahrzeug, dessen Standard implementierte ohne Plugins versehene Callouts, die schon so drin sind, was ich gut finde. Oh, und der wird sogar hier fokussiert. Was, wo ist der? Ist der im Parkhaus? Nee. Wo ist der? Was? Ah, da! Jetzt sehe ich ihn auch. Okay. So. Mein Freund, stehen bleiben! Zack! Okay. Sie sagen sogar im Radio, dass er gecrashed ist. Mega. Okay. Also man muss da auf jeden Fall schauen, was es alles Neues gibt. Ist auf jeden Fall sehr cool, auch dass der richtig Gas gibt. Also der ist hier nicht so ein lahmer Langweiler, sondern der gibt richtig Stoff. Ich bin hier voll auf dem Gas und ich komme nicht ganz an ihn ran, aber... Wow! Adios, amigo! Okay, alles... Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Alles klar, das geht hier ganz schön zur Sache. So, jetzt aber. Raus aus dem Fahrzeug! Hände hoch! Auf den Boden runter, schön langsam. So, sehr schön. Aber man merkt schon, also die Verfolgungsjagden, da freue ich mich schon am meisten drauf. So, sehr schön. Ah, sogar einen Statusbericht erhalten wir. So, kommen Sie da rein. Bitte, danke. Kopf einziehen, ne, wichtig. So, zack. Machen Sie sich's bequem. Aber wir haben es nicht weit. So, und jetzt zum nächsten Polizeirevier, bitte. Schauen wir mal, wo wir da hin müssen. So. Geben wir ein bisschen Gas hier, bevor der auch noch Freunde hat, wer weiß, ne? Aber ich finde es sehr cool, dass die jetzt auch mit dem Timer agieren und auch, dass natürlich jetzt hier in dem Fall der Flüchtige wirklich Gas gibt und auf die Tube drückt, versucht schnell abzuhauen. Und natürlich auch, dass der Funkkontakt dann recht realistisch ist, wie zum Beispiel jetzt das, dass einfach gesagt wurde, Suspect has crashed, weil ich in ihn reingedonnert bin, wie sonst was. Also das finde ich auch sehr cool. Kann man auf jeden Fall so machen. Ich hätte gesagt, wir werden auf jeden Fall in Zukunft sehr, sehr viel Spaß haben mit LSPDFR 0.4. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, doink, was ihr euch so wünscht. Und ich bin wirklich gespannt. Schreibt mir in die Kommentare auch, was ihr von der 0.4
dem Ersteindruck zumindest so haltet. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Denkt dran, auf unserem Server vorbeizuschauen. Wildlife RP, der geht ab dem 8. März dann live, beziehungsweise in der Videobeschreibung ist ein Link zu allen weiteren Infos dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao.